Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 mit mir und dem Letag. Und Kuckuck. Wir sind immer noch am Battle. Jedes Mal. Lederwams habe ich jetzt auch mal. Ah ja. So, jetzt schaue ich mal, was habe ich denn hier Neues? Ein Morgensternchen. Zähigkeit, Erholung leider nicht, aber ein bisschen mehr Schaden. Ach komm. Testen. Ja, ich habe noch ein paar neue Armschienen, aber die sind nicht so spektakulär. Und der Lederwams ist zwar weiß, aber hat auf jeden Fall viel, viel bessere Stats als das, was ich gerade trage. Deswegen. Jetzt mache ich nochmal die Eisenhaut hier. Sonnenrüstung hätte ich mal gerne. Oh, das sieht geil aus. Die sieht nicht schlecht aus. Nee, nur leider ist sie einfach viel zu kurz. Du, ich habe das Gefühl, wir nähern uns unserem Questziel. Ja, da oben blinkt es schon auf der Minimap, verdächtig. Ja, genau. Ah, kleine Sackgasse, ich glaube hier oben. Oh, hier oben geht's rein. Ja, wir nähern uns dem Friedhof, die Grabsteine werden schon. Oh, die können wir richtig zerstören. Grabschändung hier gibt's ja wohl nicht. Ach, Gegenstände zerstört. Super. Geschwindigkeit. Oh. Was zum Henker? Ich kann gar nicht mit meinen Augen folgen, wie schnell hier die Leute zermetzeln gerade. Und wie sie wegfliegen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich die Fähigkeit, auch die Leute wegzustoßen. Mann, bist du schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Bitte was? Du bist so schnell. Ich laufe jetzt wieder ein Stück zurück, aber wie gesagt, ich möchte gerne die Karte mal ablaufen, komplett. Naja. Ja. Auch wenn wir uns jetzt unserem Questziel wieder etwas entfernen, aber hier unten waren wir noch nicht. Ja, man weiß ja nicht, was hier noch rumliegt. Da ist noch einiges. Boah, die Karte ist so riesig. Oh. Hier sind ein paar Spezialgegner. Komm mal rum. Ja, ich bin sofort da. Die lassen bestimmt doch was Schönes droppen. Noch nicht bereit. So. Ich habe so einen komischen Pfeil, so einen blauen auf meiner Karte. Ja, den sehe ich auch. Ich weiß auch nicht. Ui, was? Boah, ist das denn cooles? Was? Ich habe so eine Kapuze schon Farbe? Wieder. Oh, ich weiß. Farbe? Das Gegenstand ist der Schrift. Ah, nee, schon trotzdem magisch. Aber. Ach so. Guck erstmal. Ja, wenn du immer sagst, oh, ist das ein cooles, denke ich direkt so gelber Gegenstand. Oder vielleicht. Ja, eine für mich ist das schon cool. Noch nicht. Erholung. Ziemlich gut. So, ja. Bin sofort da. Moment. Ja, hier bin ich. Mach mal. So. Mann, das wird aber langsam echt. Eintönig hier. Brunnen der Reflexion. Oh, jetzt kommen sie aus dem. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Jetzt kommen sie aus dem Schlund. Zum Abgrund. Komm. Wieder zurück. Ich seh's. Guck mal. Flupp, fällt er wieder rein. Aber wir selber können da nicht reinfallen. Das ist schon mal. Ja, das ist gut. So. Ich glaube, jetzt haben wir die Map hier, ja. Jetzt haben wir die soweit fertig. Hier latschen noch ein, zwei Leute. Aha, so, der Friedhof. Jo. Dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Friedhof der Verlassenen. Da ist schon wieder ein Wegpunkt, da können wir zurück. Das ist schon jetzt gibt es hier viele Kryptas, in die wir rein können. Und viele Grabsteine, die wir zerschlagen müssen. Ja. Was schreien der Raserei? Da gehe ich mal auf. Schon noch schneller. Ach, wir gehen direkt mal hier runter. Jo. Oh, hier kannst du auch alles packen. So. Guten Tag. Ist da jemand? Jetzt kann man hier. Hallo. Ist da. Ist hier was nach Hause? Boah, alles Geld, ey. Okay. Damn. Oh, was haben wir denn? Ach nee. Fischies. Und da leuchtete wieder was Gelb, aber es war doch nur wieder ein trüber Kristall. Ja, bei mir leuchtet auch nur sowas Gelb. Ich habe noch keinen Gegenstand, der gelb ist. Ich bin ein bisschen traurig. Huch.
Kriegen wir noch. Kriegen wir noch en masse. Oh, okay. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Pass auf, jetzt kriegst du gleich deinen ersten gelben Gegenstand. Oh ja, Mirasol. Hast du? Warte, weiß ich nicht. Einen gelben? Nee, ich muss gleich nachgucken. Schade. Gar nicht gesehen so schnell. Moment. Nee, nix Gelbes. Verdammt, danke. Heute ist nicht euer Tag. Nur Geduld. Ich benötige mehr Zorn. Meine Güte. Knochenparty. Absolut. Das Gänge hier. Ui. Das fast war erschlagen. Boah, die Fische, ey. Schon wieder ein Trüberkristall, das ist ja nicht zu fassen. Das ist auch eine riesige Krypta hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Baukosten die damals dafür ausgegeben haben. Ich glaube, das war nicht günstig, die Entwicklung von dem Spiel. Es gibt ja schon Gerüchte zum vierten Teil. Nichts Offizielles, aber es gibt Gerüchte. Das ist mehr spannend. Wer weiß, wenn wir dann irgendwann mit dem dritten fertig sind, kommt der nächste Vierte draus. Es ist ja schon 5 Jahre her, deshalb. Alle 5 Jahre, ne? Ich meine. Was Gelbes? Huch. Der erste Teil kam 1996, der zweite Teil 2000 und der dritte 12 Jahre später erst. Also 12 Jahre hat's gedauert. Boah, ich hab jetzt was Gelbes an. Oh, hast du etwas Gelbes? Und du hast ein Grün. Was? Du hast einen Set-Gegenstand? Nee. Was ist denn das? Oh, erzähl. Ein Set-Gegenstand? Ja, guck doch mal, du musst da drüber mit der Maus gehen und dann siehst du, was noch zum Set dazugehört und was du dann für Boni bekommst. Kopf, funkelnde Kappe. Aber ich sehe jetzt kein Set oder so. Also. Der. Sekundär, primär. Nö, das ist ja woanders auch. Du hast gerade gesagt, das wäre ein grüner Gegenstand, also mit grüner Schrift. Oder? Nein, das ist ein. Ach so, nein, nein, ich meine, das ist ein Kappe. Die Kappe ist doch grün, oder? Ist sie grün? Bin ich farbenblind? Guck doch mal. Ach so. Oder vielleicht ist sie auch gelb oder so. Keine Ahnung, nein. Ich habe natürlich keinen Set-Gegenstand. Nee, also wenn die grüne Schrift haben, dann hast du einen Set-Gegenstand. Ach so, und dann gibt es da noch mehr davon. Genau. Und so mehr, umso mehr du das komplettierst, umso mehr Boni bekommst du. Ah. Das ist echt ein Sammelgame, ja. Ja, das sind die Sammelsachen. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Map, wo wir lang müssen. Oh mein Gott. Ja, gehen wir erstmal hier weiter, glaube ich. Ja, vielen Dank auch. ist so nein. Oh, Ebene 2. Okay, wir gehen doch erst noch nicht lang. Übrigens sprichst du in den Dialogen immer nur von dir selbst. Hast du dir da schon mal die Frage gestellt, warum das so ist? Wie wenn du mit du? Jemandem sprichst? Wie? Da sagst du immer, ich werde die Krone holen, ich werde das und das tun. Du erwähnst mich nie. Ja. Ich möchte das nur mal anmerken. Ich finde das nicht okay. Ja, es ist halt ein sehr eingebildeter Kreuzritter. Ja, gut. Der ist nicht gewohnt mit. Noch nicht bereit. Ich werde einfach mit den nächsten Leuten reden. Er ist ein Einzelkämpfer. aber du auch in den Dialogen, ne? Hast du mal deine... Ja. Entschuldigung. So, nein. Uiuiui. Das ist spannend. Ja, ich glaube, dass da haben sie sich einfach die Kosten gespart, die ganzen Dialoge umzuformulieren für Einzel- und Mehrspieler. Na klar, das muss sein. Vorsicht! Oh, okay, wir können wieder zurück. Das war doch die ganze Ebene. Naja, gut. Dann ist die zweite wahrscheinlich genauso aufgebaut, nehme ich mal an. Oh, was war das? Ups, was hast du jetzt aufgenommen? Also blum. Ja, so ein Heilkugel. Oh, hier haben wir noch einen Stein. Guten Tag. Auch Geld. Schön. Wie, ich hau den und bei mir kommt nichts raus. Na super. Ach, ehrlich jetzt? Also du denkst halt auch immer an das kleine Gimmick, das da hinterherläuft, das ist noch nett. Ich habe jetzt, was ist das denn? Ich habe jetzt hier so einen zweiten
Also zweite Spezialfähigkeit, Provokation, verspottet alle Gegner in der Nähe. Na toll. Was habe ich denn davon? Die Krone ist nah. Okay. Hörst du das, wenn ich das sage? Ja, ja, ich habe das selber gesagt, gerade bei mir, die Krone ist nah. Ach so, ehrlich? Das ist ja langweilig. Ja, wenn du NPCs ansprichst, dann höre ich das, wie du. Dann hörst du es ja. Wie du das sagst, ja. Oh, oh! Oh, guten Tag. Hello. Naja, ist nicht so der Brocken, ne? Guten Tag, der Fleischer ist da. Huch, das war's auch schon. Was passiert? Hm? Ich bin direkt da durchgesappt. Okay. Jetzt gehen wir hier Grabstätte von Merkel. Merkels Grabstätte? Ach so, ja. Grabstätte des Kanzlers. Das ist doch makaber, mein Gott. Oh Gott. Okay. Boah, ich habe einen Haufen neue Fertigkeiten. Ich muss mal kurz erstmal gucken. Entschuldigung. Salto. Salto macht einen akrobatischen Sprung, um Angriffen auszuweiten. Ja, wirklich cool. Annehmen, natürlich. All mein Wissen. Kettenangriff. Was erzählt der? Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dass. Ja, mir erzählt gerade einer was. Okay. Aber egal, jetzt ist vorbei. Ich habe einen gelben Brustpanzer. Schön. 5 zu Stärke und 3 zu Vitalität. Oh, ich habe eine neue Armbrust. Sehr gut. Huch, da. Sag mal, ich weiß nicht, ob du das Ding hier auch tragen kannst. Guck mal. Schau mal. Ja, es ist sogar sehr gut. Ist bei mir dann sozusagen in Frauengröße. Ja, zieh mal mit 2 Brüsten vorneweg. Hast du angezogen? Also, hab ich gerade. Komisch, dein Skin wechselt sich gar nicht. Das ist ja doof. Ja, ist ziemlich lame. Kommt vielleicht noch. Könnte sein. Warte mal, ist das schon wieder eine bessere? Boah, ich habe so viele Armbrüste. So, wenn ich mir überlege, das Wort Armbrust ist eigentlich ein komisches Wort. Oh. Ja, jetzt wo du es so sagst. Okay, ja. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Okay, wir können drüber philosophieren. Können wir machen oder wir gehen einfach weiter. Zum Frau Merkel. Huch. Geld. Morgenstern ist auch komisch. Warum morgen? Also ich meine, Stern kann ich ja noch nachvollziehen. Ja, stimmt. Aber das kann ich mir bildlich besser vorstellen als Abendbrust, ehrlich gesagt. Naja, weil die Waffe vielleicht zwischen Arm und Brust geklemmt wird, keine Ahnung. Hat sie die Form einer Brust eher nicht so, oder? Man hält sie in den Arm und schießt anderen in die Brust. Das wird es sein. Oh. Hey. Willkommen in Skelettmaster. Oh, da oben ist die Krone. Ich glaube, bevor wir die aufnehmen. Ja, wir können uns dann nochmal umgucken. Wir können uns auch gleich umgucken. Es ist eigentlich gehoppt wie gesprungen. Oh, hier geht's weiter. Hier gehe ich noch nicht lang ohne dich. Was? Der zweite? Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ja auch gleich eine Sackgasse. Guck mal. Ich laufe. Und ich habe hier einen Friedhof der Verlassenen. Hä? Oder geht's hier wieder zurück? Ah, da geht's wieder raus, genau. Alles okay. Da. Das ist nett. Dann holen wir mal eben die Krone. Du kannst die Krone holen und die Falle auslösen. Was für eine Falle. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Der Kanzler, komm her. Mensch, der ist jetzt ordentlich. Meine Güte, das war ja wahnsinnig schwer. Ja. Okay. Also, da sind manche kleinen, komischen Typen echt. Boah, ich hab. Was? Stadtportal? Ein mächtiger Zauber. Ach, guck mal, jetzt haben wir das Stadtportal. Hast du auch? Ach so, ja, hab cool, ich auch. Mit Tee. Genau. Ja, cool. Ups. Da können wir zurück in die Stadt. Wenn wir das wollen, aber wir wollen erstmal hier hoch. Was ist eigentlich, wenn da hinter der Zahl noch so ein Feuerschein ist? Wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, zum Beispiel hier eine magische Armbrust oder so. Das sind praktisch hinter dieser 17,6 oder so noch so ein Feuer. Das deutet nur darauf hin, dass das noch irgendwie einen Feuerschaden hat. Ach zum so. Beispiel. Das steht dann okay. Unten auch drunter. Und man kann mit Rechtsklick sofort wechseln, habe ich gerade gemerkt. Mhm. Alles klar. Ist dann quasi noch ein Elementarschaden mit dabei oder ähnliches. Ah ja, okay. Vielen Dank. So, gut.
Ich klicke mal an hier. Ich weiß nicht, ob du jetzt mitkommst. Bist du? Nee. Nö. Ich komme. Ich musste manuell. Ups. Nee. So, dann würde ich sagen, machen wir hier den Friedhof noch zu Ende, bevor wir wieder in die Stadt reisen. Oder so. Können wir auch mal. Oder so? Ja, ich weiß nicht, wie lange geht die Folge schon? Nö, wir sind bei 15 Minuten, wir haben noch 15. Ach so, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Müssen wir alles mitnehmen, wie gesagt, das ist wichtig. Ist ja auch richtig so. So, wir haben jetzt hier noch zwei Kryptas. In welche gehen wir als erstes? Wir gehen mal als erstes hier hin. Komm, wenn wir schon mal da sind. Danke für die Frage auch. Genau. Danke für die Antwort. Ja, bitte sehr, bitte sehr. Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Was ist das denn? Ein Kobold, oh wie süß. Oh, was ist das? Achso, ich dachte. Ich dachte, du hast einen Imp gesehen wieder. Nee, leider nicht. Ja, leider nicht, ne? Leider nicht. Ich habe schon wieder neues Wissen. Ich leg das mal an, während wir hier schlachten. Mach ich auch. Die sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Oh. Ihr Nachwuchs, die Leute, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderen Höllenkäfern. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Und ein guter Kampf. Noch nicht bereit. Die hier mit ihren komischen... Diese Ketten, die man immer zwischen denen sieht, ne? Ja. Da bündeln die irgendwie ihre Kraft. Alles klar. Da muss man die immer gucken, dass man solche Gegner mit als erstes platt macht. Ich habe irgendwas Gelbes bekommen schon wieder. Ah. Einen seltenen Gürtel. Cool. Ach, guck mal, jetzt hast du ja doch ein paar gelbe Sachen, oder? Ja, zwei. Zwei. Immerhin. Ja. Oh. Und ich habe endlich einen Helm, das ist doch auch mal was. Ja, du siehst schon sehr furchterregend aus, muss ich sagen. Das hat sich jetzt nicht sehr überzeugend angehört. Nee, ist, ist auch nicht so. Also. Nein. So, okay. Ich bin so hoch konzentriert. Wird? Was ist haha? Hast du irgendwas weggeschnitten? Nee. Aha, ach so, haha, wegen Witz. In die falsche Richtung laufen lassen. Ach, das ist ja nichts Neues. So. Was ist denn hier? Ach, oh. Das sieht wieder so nach einer Falle aus, ich weiß Lady. Nicht. Lady. Räuber haben mein Grab entweiht. Lady? Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Du siehst jetzt, die sieht ein bisschen knochenlos aus. Ja, eigentlich schon. Das ist schon wieder so eine Liebesgeschichte hier. So, wir müssen hier die Knochen, okay. Bestattungsurne. Mhm. Oh. Ach, hier kommen wieder nette Menschen an, hä? Oder das, was heute übrig geblieben ist. Die ganzen Klappstühle hier. Noch eine Bestattungsurne. Ja. Noch nicht. Nur Geduld. Da sind sie schon wieder mit ihren Ketten an. Gibt's doch nicht. Bist du aufgestiegen? Ich bin jetzt so eben aufgestiegen, ja. Du steigst immer ein bisschen eher auf als ich. Ja? Ja. Noch nicht bereit. Oh! Oh, da ist der Lord. Der werte Herr. Gemahl. Der, der Gatte. Er hat was dagegen, wenn wir sie ihm seine Alte wiederbringen. Er hatte gerade seine Ruhe, weißt du? Ja, ich schätze mal. Ui. Oh, hier ist der Sarkophag. Boah. Du hast zwei. Das gibt's ja gar nicht.
Oh, Todesrüstung in Gelb. Klingt ja cool. Ihre Tragkapazität ist begrenzt. Oh, ich habe so ein bisschen zu viel. Oh, ich kann die erste Fertigkeitsrune meinem Dings dazu packen hier. Dings, ich hab mal wieder. Ja. Ich guck gleich mal, bis sich für mir was getan hat, aber ich glaube nicht. Ja, nö. Momentan sehr nichts gut. Spannendes. Okay. Fertigkeiten. Nö, ist bei mir, glaube ich, alles wie geblieben. Hey, schon wieder so ein seltener Brustpanzer. Du, guck mal, dann gebe ich dir den doch hier, meinen alten. Der ist, müsste ja dann besser sein als dein. Toll. Scheiße. So, nö, ist er nicht. Was? Aber ich gebe dir ständig schöne Sachen. Du hast mir noch nie was gegeben. Also, ja, pass auf. Muss ich mal festhalten. Also, jetzt weiß ich nicht. Ist tatsächlich. Ich beehre dich mit meiner Anwesenheit, das musst du ja immer recht. Was ist denn wichtiger? Also, ich habe zwar jetzt was Gelbes, aber meine Werte sind also 19 zu 32. Auch wenn es ein magischer Gegenstand ist, den ich gerade nur anhab. Ja, du hast ja gehört, du solltest, ich würde mal so eher auf Schaden, also wenn unten der Schaden besser wird, ist es vielleicht schon besser. Nee, schlechter sogar. Ja, da wird beim Gelb schlechter. Dann lasse ich es mal lieber, wa? Dann verkaufe ich das einfach. Ich gucke ein bisschen mehr auf Zähigkeit. Also nehme ich mal die. So ein bisschen Tank-mäßig. Ja, ja. Du bist ja Damage-Dealer. Ja, so soll es zumindest sein. Aber ich habe das Gefühl, du machst mindestens genauso viel Schaden im Moment. Ja, das kann sich auch noch schnell ändern. So, wir sind übrigens jetzt mal wieder bei 20 Minütchen. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir in die andere Krypta gehen, machen wir hier einen kleinen Cut. In die andere Krypta? Okay. Alles klar, dann sagen wir mal, bis dahin. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Jo, tschüss.